liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind aufgestanden. Seit einem Jahr haben wir uns einmal im Monat hingelegt, um zu zeigen, dass die Pflege am Boden liegt. Vor fast genau einem Jahr haben wir in Saarbrücken die größte Demonstration des Gesundheitswesens durchgeführt. Wir fordern eine gesetzliche Personalbemessung. Wir haben Aktionen vor und in den Krankenhäusern organisiert. Wir haben Resolutionen verfasst und Diskussionen organisiert. Wir haben den Politikern gesagt, was man tun muss, damit Patienten, Bewohner ordentlich versorgt sind und wir Beschäftigte dabei auch noch menschenwürdig behandelt werden. Unsere Betriebsräte, Personalräte, MAV und Jugendvertretungen haben versucht, die schlimmsten Arbeitsbedingungen wenigstens erträglicher zu machen. Die Wiege der Demokratie ging von dieser Stadt aus. Jetzt mögen hier die Wiege der Gerechtigkeit und der guten Pflege des Gesundheitswesens stehen. Hier in Homburg begann der Aufstand für ein besseres Deutschland, für Meinungsfreiheit und soziale Gerechtigkeit. Dieser Weg ist noch nicht bis zu Ende gegangen. Wir gehen ihn im Sinne von sieben Pfeifer und Wirt weiter. Wir gehen auf dem Weg der Ärzte und Pflegekräfte von Hippokrates bis Rudolf Virchow. Wir haben die erste Pflegetortur durch unsere Region organisiert, haben die Sperrung der Bundeswasserstraße an der Saarschleife durch die Verbindung mittels Binden zwischen Alten- und Krankenpflege bewirkt, haben Konferenzen und Aktionen wie zum Beispiel die Mitternachtskundgebung der Altenpflege in Saarbrücken durchgeführt. Wir haben vor mehr einem Jahr in Saarbrücken einen Aufschrei mit einer 24-stündigen Mahnwache durchgeführt. Wir waren Akteure der Demo, die schon erwähnt worden ist. Wir organisierten die Verbindung der 13 Krankenhäuser auf der Alten Brücke in Saarbrücken, führten Personalcheck und Flaggentage durch. Wir sind aufgestanden. Nun erleben wir tagtäglich, wie wir wie Zitronen ausgedrückt werden, wie man uns ausnutzt und erpresst. Wir hören von roten Zahlen an der Uniklinik, in Neunkirchen, in St. Ingbert. Englisches Lied, aber da kommt zwischendrin ein deutscher Text. Das ist ganz komisch, da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Pay me or go to jail, pay me my money down.
pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money.